Tag und ich vlogge. Oh mein Gott, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Wenn ihr jetzt eine Weile nicht zugeguckt habt oder mein letztes Video nicht gesehen habt, dann wisst ihr es wahrscheinlich nicht. Ich war lange, lange, lange krank. Immer mal wieder, dann wieder besser, dann wieder schlechter. Irgendwie waren die letzten Wochen, fast Monate, nicht besonders cool. Oh. Endlich. In der Post merkst du schon die Messer von allen Zeichen. Also da müssen mehr als einen halben Rücken hinkommen. Hier, die selber kleben. Mika hat sich übrigens sehr beschwert darüber, dass du gegangen bist. So sehr, dass ich sie auf den Arm nehmen musste und rumtragen musste und sie hat sich das gefallen lassen. Das ist sehr dramatisch. Ich weiß nicht, wie du jemals wieder dieses Haus verlassen kannst. Heute ist Montag auf jeden Fall und mir geht es sehr, 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 sehr viel besser. Ich habe letzte Woche schon angefangen, mich besser zu fühlen, aber man muss ja vorsichtig sein. Ich habe natürlich dann spontan gedacht, hey, mir geht es den ersten Tag richtig gut, vielleicht sollte ich nach Leipzig fahren, meine Freundin besuchen. Das habe ich auch gemacht, aber jetzt hoffe ich, das kommt nicht komisch rüber, zum Glück war sie auch nicht so ganz auf der Höhe, sodass wir jetzt nicht angefangen haben, irgendwelche Wie auch immer, wir haben es nicht übertrieben, wir haben ganz in Ruhe gemacht, wir waren essen und waren ein bisschen in der Innenstadt laufen und haben so Kleinigkeiten gemacht und das war einfach sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich mich wieder so ein bisschen ausgeruht und ganz in Ruhe gemacht und alle Sachen gemacht, die ich so am Schreibtisch zu tun hatte. Jeder kennt das, wenn man irgendwie 3-4 Wochen krank ist. Da sammelt sich so einiges an. Problem ist jetzt, dass ich nicht sagen kann, okay, ich ziehe jetzt die nächsten 2 Wochen durch und dann ist alles wieder schick, sondern kommt ja jetzt irgendwie Weihnachten, ne? Ich fahre am Mittwoch, stimmt das, am 19. Am Mittwoch fahre ich nach Stralsund, weil mein Papa ja am Donnerstag Geburtstag hat. Der hat ja jedes Jahr kurz vor Weihnachten Geburtstag und ich versuche das immer so einzurichten, dass ich dann auch da bin, denn ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann, denn wenn sich meine Jobsituation jemals ändert, wird es wahrscheinlich nicht mehr so möglich sein, deswegen nutze ich jedes Jahr, an dem ich das machen kann. Das bedeutet aber, dass ich eigentlich nur das Wochenende hatte, da habe ich so viel gemacht, dass ich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich gevloggt habe. Und ich habe heute und morgen und so ein kleines bisschen von Mittwoch, eigentlich nicht wirklich, ich habe mir eine ellenlange Liste gemacht. Für heute steht an, ein Projekt zu beenden. Ich muss E-Mails, meine kompletten E-Mails auf Null kriegen, auf all meinen Postfächern. Ich muss Geschenke für Freunde verpacken, was auch bedeutet, dass ich noch 2 zu Ende basteln muss. Ich muss mein Rezeptvideo schneiden, was am Donnerstag online gehen soll. Ich muss mein Geschenke-DIY-Video drehen, was morgen theoretisch online gehen muss und auch schneiden. Ich habe mir einfach fest vorgenommen, endlich mal wieder regelmäßig Videos zu machen. Wenn man sich so mies fühlt über Wochen, ist irgendwann auch die Lust weg, überhaupt irgendwas zu machen für YouTube. Und so habe ich immer nur das gemacht, was ich gerade so hingekriegt habe. Und ich meine, ihr habt es gesehen, die letzten Wochen waren wirklich die Katastrophe. Damit ist jetzt Schluss. Und dann muss ich die Shop-Mails alle auf Null kriegen, was nicht so aufwendig sein sollte, weil ich das Wochenende über nicht sehr, sehr fleißig war. Nicht, ich vergesse die Katze zu streicheln. Ja, das stimmt. Die Katze streicheln muss ich auch. Aber du bist der Kater, Fini. Weißt du, das ich bin die Katze. Du bist alles das, was gestreichelt wird. Mhm. Scheißegal. Nenn mich Hase und streiche mich. Hallo. Darüber hinaus möchte ich den Kaffee haben. Ich mach gleich einen Kaffee. Ich mach gleich einen Kaffee. Guck, ich bring das Kacker. Stop putting stuff on my To-Do-List. Guck, ich bring das Kackerzeug von deinen Katzen weg. Das ist sehr lieb von dir. Oh shit! Und nicht besonders professionell. Er hebt gerade die Tüten hoch mit dem Katzenstrahl, was er aus den Katzenklos rausgeholt hat. Und da ist ein großes Loch drin. Ich weiß nicht, welche Katze hier auf Plastik steht. Mika, weißt du was davon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Nee, du weißt es nicht. Ich glaube, du weißt es. Allerschlimmste. Ich glaube, du hast es gemacht. Allein, dass sie sich auf den Arm nehmen lässt und nicht meckert, ist schon ein Ausdruck von Schuld. Mhm. Ja. Und ich muss mir auf jeden Fall die Nägel machen lassen, denn die sehen schrecklich aus. Und ich glaube, im Normalfall würde ich jetzt sagen, hey Gott, dann ist das so, dann lackiere ich da einfach irgendwas drüber. Aber meine Mama achtet da sehr drauf und ich habe keine Lust, nach Hause zu kommen und mir anhören zu müssen, wie scheiße meine Nägel aussehen. Und ich muss unbedingt meine Jacke noch entkatzenhaaren, weil das auch immer was ist, worauf sie achtet. Und ich muss meine Schuhe putzen. Wow, ich bin 32 Jahre alt und ich bin immer noch gestresst, weil ich Angst habe, Ärger von meiner Mama zu kriegen. Denk mal drüber nach. Hat sie gut dieselbe Schuhe? Ja. Das ist nicht witzig! Sie reißt mir hier den Hintern auf und vor allem sieht sie mich wirklich als Schuldigen. Du musst sie mal sehen, wie sie mich anguckt. Ja. Das ist nicht witzig! Ich muss wieder den Katzenputz zum zweiten Mal einräumen. Mika, müssen wir dazu was sagen? Ich war ja vor ein paar Wochen bei René und habe mir die Haare wieder so ein bisschen kürzer machen lassen, weil ich einfach momentan nicht so richtig Zeit habe, um irgendwas damit zu tun. Und kürzere Haare finde ich persönlich, also die Länge finde ich persönlich
viel, viel leichter zu managen als meine langen, dicken Haare. Und seit sie kürzer sind, kann ich meine Haare wieder mit einem Glätteisen machen. Es geht so viel schneller. Es funktioniert für mich leider nicht, wenn die Haare länger sind. Aber wenn sie kürzer sind, fertig. Kriegt okay. In 6 Minuten Kaffee anstatt in 7 oder 8 Minuten. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Manchmal frage ich mich, wer von uns beiden der größere Junkie ist. Bei Mika hat schon mal neben dem Wasserkocher und neben den Leckerlis gesessen, deswegen frage ich nur so. Achso, will sie dir irgendwas sagen? Mika, willst du was halten? Mami! Das ist so süß. Oh Mann, ich habe den ganzen Tag gedreht und bin hier rumgewirbelt und habe hoffentlich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe auf jeden Fall das Geschenke-DIY gedreht. Ich habe die Shop-Mails auf Null, ich habe die normalen Mails auf Null. Das hat gedauert. Ich habe mein Projekt fertig. Und jetzt habe ich noch ein kleines bisschen Zeit und setze mich ran und schneide das Geschenke-DIY, damit das morgen online gehen kann. Denn ich habe morgen auch noch einen Termin um 16 Uhr reingekriegt. Ich wollte mich eigentlich morgen mit Jasmin treffen. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich weiß momentan nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich habe, wahrscheinlich auch wegen Stress, hier schön zwei Lippenbläschen. Ich habe heute Morgen mit dem hier angefangen. Das war eigentlich sehr brav. Und jetzt fängt das hier auch an und ich... Why? Ich habe jetzt erstmal alles wieder aufgeräumt, weil das macht mich auch immer wahnsinnig. Wenn man so viel dreht, dann sieht die Wohnung irgendwann aus wie Sau. Das habe ich jetzt erstmal wieder aufgeräumt und jetzt setze ich mich nochmal ran und schneide ein bisschen. Und dann gehe ich nachher gleich los und treffe mich mit Ella und esse Abendbrot und sitze für einen Moment. Das wäre gut. Ist Donnerstag und mein Papi hat Geburtstag. Ich bin also gestern schon nach Stralsund gefahren und bei meinen Eltern gelandet und wir haben uns einen schönen gemütlichen Abend gemacht. Wir waren alle gestern ein bisschen kaputt, aber wir waren nicht kaputt, zu kaputt, um Marzipan zu essen. Das war also gestern die Abendaufgabe. Ich finde, wir waren sehr, sehr produktiv. Mein Papa hat sich gewünscht, dass wir einen Spaziergang machen und deswegen fahren wir gerade nach Rügen hoch und gucken mal, wo wir landen und laufen ein bisschen, denn heute Abend kommt Besuch, wie das immer so ist bei uns. Große Familie, große Feier, viele Freunde, deswegen ja, wollen wir noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm genießen. Mein Papa hat sich sehr gefreut über sein Geburtstagsgeschenk. Meine Mama hat ihm drahtlose Kopfhörer geschenkt. Und er ist Fan. Er hat es gleich reingemacht und dann nicht mehr mit uns gesprochen. Thank you.
Mir ist gerade spontan eingefallen, dass Hella ja ein Benz ist. Tada! Deswegen habe ich sie gerade angerufen und meinte so, bist du noch im Hotel? Können wir uns sehen? Und sie, jetzt haben wir eben knallhart hier in der Lobby noch Kekse geklaut. Uns unterhalten. Das ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Kann man nicht anders sagen. Hella wird dazu auf jeden Fall einen Vlog machen mit Drohnenaufnahmen. Ich bin so neidisch. Richtig, richtig. Hallo. Und jetzt ziehen wir weiter. Jetzt fängt es an zu regnen. Hello, heute ist Samstag und wir haben in Ruhe gefrühstückt und haben jetzt beschlossen, wir gehen eine Runde spazieren. Das Wetter ist nicht so toll, es ist bedeckt und es nieselt ein bisschen, aber für Nordlicht ist das eben so. Wir haben uns fest vorgenommen, einen riesen Spaziergang zu machen heute und gehen gerade zum Wasser runter und ein bisschen am Hafen lang und dann vielleicht nachher noch auf der Küste so ein bisschen wandern, um sich zu bewegen, weil sonst bewegt man sich über die Feiertage ja kaum. Und ich dachte, ich nehme euch mit. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen kann, weil es jetzt wirklich gerade anfängt zu regnen. Und ich habe die dicke Kamera mit. Das ist eine gute Idee, war keine Ahnung. Aber wir nutzen heute nochmal den Tag zu dritt. Weil morgen kommt der Pucolino und dann sind wir zu viert. Und das ist auch schön, aber wir genießen auch immer mal wieder so dieses Elternkind. Ich bin halt Einzelkind, ne? Wir sind an bestimmte Dinge gewöhnt. Thank you.
heute ist Donnerstag und ich würde jetzt gern behaupten, dass ich total motiviert bin und das neue Jahr plane und die Wohnung durchsortiere. Stattdessen liege ich im Bett. Weihnachten einfach anstrengender ist, finde ich, als man das so im Kopf hat. Ich bin fix und fertig, Fritz liegt neben mir. Ich befürchte, wir werden heute einfach bei dem Bett gammeln und Serien und Filme gucken und faul sein. Das Gute ist, dass ab und zu eine kleine Miezekatze vorbeikommt und kuschelt und ein bisschen anfängt zu verzeihen. Die beiden wurden super gut versorgt. Wir hatten Hella hier zweimal und dann hatten wir eine ganz liebe Katzensitterin da. Und alle waren ganz lieb zu den Miezis. Die waren also wirklich komplett versorgt, wurde mit ihnen gespielt und alles. Und trotzdem sind sie halt ein bisschen sauer, dass wir nicht da waren. Aber das kriegen wir auch noch hin. Oh, ich sehe aus wie eine Wurst hier in diesem Outfit, aber ist egal. Ich habe natürlich wieder nicht Heiligabend und Co. gefilmt. Wir waren ja auch noch bei Fritz' Familie und haben die besucht und so weiter. Und irgendwie fühlt sich komisch an, wenn man sich so selten sieht, dass man dann die Kamera rausholt und mit anderen Dingen beschäftigt ist. Wir wollten einfach wir wollten einfach die Zeit zusammen verbringen. Ich hoffe, das ist okay. Wenn ihr jetzt auch so einen Tag im Bett verbringt, dann kann ich euch nur empfehlen, die neue Folge von Was das geht anzugucken, wo ich ein paar Serientipps habe. Und einer davon ist wirklich richtig krass. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich das gucke, aber es ist wirklich eine sehr gute Serie. Ich verlinke euch das mal in der Infobox und in der Endcard. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag, das weiß ich noch nicht genau. Und bis dann. Tschüss.